Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Diesmal haben wir ein Mischstreuer von Josken bekommen. Ist ein schöner Mischstreuer. Der Mischstreuer ist von Mifiu FS, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ist erhältlich. Ist erhältlich für PC, Mac, PS4 und Xbox One. Wir haben zwei Config-Blöcke, ein Farbblock, Josken Tornado 3, 19.000 Liter Fassungsvermögen, benötigte Leistung 130 PS, 15 Meter Arbeitsbreite, 80 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Wir haben die Reifenhersteller Trelleborg und Michelin Mieters. Das war's, Trelleborg Standard, umgekehrte Räder. Standard, Michelin Standard, umgekehrte Räder, Mieter Standard, umgekehrte Räder, also nicht viel. Dann können wir die Felgefarbe in Gris und Orange umändern. Dann kostet der Mischstreuer 49.320 Euro in der Anschaffung und 2.515 im Leasing. Mieten bräuchte ich nicht, habe ich schon, da steht er. Und zwar, die Schläuche sind alle angeschlossen, die Zapfwelle ist angeschlossen, wir haben eine Kugelkopf. Die Texturen sind schön zu erkennen, die www.josken.com, Winpack, hier steht Tornado 3, 6510/19V. Dieses Josken ist hier eingearbeitet. Ist auch nicht schlecht. Hier haben wir diverse Warnhinweise, die zu erkennen sind. Das ist schön gemacht. Eine Leiter, da können wir aber nicht hochgehen. Unterlegkeile. Okay. Das könnte gefixt werden. Warum hier ein Auge denn drin steckt oder ein Reflektor, weiß ich jetzt nicht, aber das müsste gefixt werden. Hinten haben wir auch Josken stehen, kein Kennzeichen, Beleuchtungseinrichtung, Stehwalzen haben wir, keine Abdeckung, okay. Hier an der Seite Josken. Josken.com, Tornado. Hier auch in der Zeile verrutscht. Hier steckt er auch im Reifen. Das wäre schön, wenn das einmal gefixt werden könnte. So, Funktion. Hangausgleich haben wir nicht. Deichsel können wir nicht verstellen. Blinker links funktioniert. Blinker rechts funktioniert. Bremslicht funktioniert. Rückfahrlicht funktioniert. Licht funktioniert, Kennzeichenbeleuchtung haben wir auch. Der Kratzboden ist auch schön zu erkennen. Mit der Taste X geht der Stauschieber nach oben. B könnte man jetzt anschalten. Ich habe aber keinen Mist, leider. Ich weiß auch nicht, wie dieses eine Tool heißt, was viele haben, wo man dann ins Menü geht, sagt, das will ich haben, klickt voll. Wenn das einer weiß, bitte in die Kommentare schreiben, weil ich weiß es gerade echt nicht. Auf X wieder zu. Stützfuß können wir auch gucken. Klappt schön nach unten. Steht auch schön gerade in Waage. Keine Unterlegkeile. Okay. Die Lok sagt fehlerfrei. Trotz den beiden Lampen hat er bestimmt vergessen, an die richtige Position zu schieben. Genauso wie die auch. Aber ansonsten ein schöner Mod, muss man sagen. Gefällt mir ganz gut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Und um keiner meiner weiteren Videos zu verpassen, gerne die Glocke aktivieren, die euch immer benachrichtigt, wenn ein neues Video hochgeladen wird.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Manuel.